Hallo und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es mal ein Resteverwertungsvideo und zwar will ich aus den Resten, die ich noch so von gestern vom Abendessen und noch so die Sachen, die ich im Schrank hatte, im Kühlschrank, wollte ich gerne ein Club-Sandwich machen. Ich glaube, das wird gar nicht mal so schlecht. Also, los geht's! Als erstes brate ich den Pastrami in ein ganz bisschen Butter ein bisschen an, damit er so ein bisschen kross wird. Man kann selbstverständlich auch Speck oder Schinken benutzen. Ich hatte Pastrami zur Hand. Ganz wenig werde ich den so quasi nur anschwitzen mit ein bisschen Butter. Und das war's auch schon. Mehr will ich den gar nicht anbraten. So, der Pastrami ist jetzt fertig. Jetzt können wir das Club Sandwich quasi bauen. Als erstes toaste ich schon mal zwei Toastbrotscheiben. Und in der Zeit kann ich auch die Eier in Scheiben schneiden. Das Hähnchen werde ich, glaube ich, auch lieber in Scheiben schneiden, denn es ist beim Essen nicht so kompliziert. So klein gehackte Gewürzgurken, die werde ich mit der Mayonnaise oder Salatmayonnaise oder was ihr zu Hause habt mischen. Ich glaube, ich nehme gar nicht mal alle. Hier habe ich noch ein bisschen Eiweiß, das werde ich auf eine Scheibe Toast schmieren. Und hier habe ich noch ein bisschen Meerrettich gefunden im Kühlschrank, das werde ich benutzen. Die Butter schmiere ich auch ein bisschen drauf, damit alles so ein bisschen besser haften bleibt. Und hier habe ich Eisbergsalatblätter. Käse und Gurken. Gucken wir mal. Ich baue das jetzt einfach mal so zusammen und dann sehen wir mal zum Schluss, wie es aussieht. So sieht das leckere Club-Sandwich aus, mit den Stäbchen stabilisiert. Probiert es unbedingt mal aus. Wenn ihr kein Hähnchen habt, dann könnt ihr das auch wunderbar mit Thunfisch machen oder je nachdem, was halt noch im Kühlschrank so übrig ist. Es ist wunderbar, um Reste zu verwerten. Probiert es einfach mal aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, freue ich mich über einen Daumen hoch und ihr könnt auch meinen Kanal abonnieren. Dann wünsche ich allen ein schönes Wochenende und tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.